Was geht ab, meine Z-Fighter Roser hier? Und im japanischen Luka Battle kam das Versionsupdate 3.13 mit neuen Summon-Animationen. Die Summon-Animationen sind so verdammt geil. Wir werden uns gleich die Summon-Animationen betrachten, beziehungsweise werde ich gleich eins laufen lassen. Zudem kam das Francis im Update und ein bisschen mehr. Wir werden uns alle Informationen im Teil dementsprechend ansehen. Deswegen würde ich sagen, ich zeige euch schon mal eine Summon-Animation. Und wenn ihr da nicht Augen macht, dann weiß ich auch nicht. Let's go, schauen uns mal das an, wie das Ganze aussieht. Natürlich Shoutout an den Dude Hakaishin, wir werden uns gleich alles anbetrachten, aber so sehen wir. Ja. Was? Vegito? Vegito in einer Summon-Animation. Oh mein Gott! Was? Ja, richtig gesehen. Richtig gesehen. Vegito, wenn Vegito kommt, zeigt Vegito an, dass er garantiert ein LR zieht. GG! Endlich wurden die Summon-Animationen überarbeitet. Das musste sein wegen dem GSSR-Update. Das musste sein. By the way, Shoutout, wie gesagt, an Hakaishin, der das Ganze getobelt, weil da Tobias stand, gepostet hat. Lieben Dank. Es gibt sicherlich wirklich sehr, sehr viele Animationen, die man triggern kann. Hier auf jeden Fall schon mal Frage an euch. Welche Animationen kamen bei euch und was haben sie ausgewirkt? Schreibt es in den Kommentaren, weil das ist jetzt neu rausgekommen und wir müssen jetzt quasi alles selbst erfahren. Und das ist genau das Geile, wenn sowas passiert. Aber Shoutout an iSeriously bzw. Nano, das Ganze retweetet hat und iSeriously das geleakt hat. Das sind die Vorlagen zu den neuen Summon-Animationen. Wir werden gleich noch selbst sammeln, denn es gibt Tickets, die wir bekommen haben. Aber wir sehen hier, Super Saiyan kennen wir, aber was? Godku ist mit am Start. Godku ist mit am Start. Nicht nur Godku, wir haben auch Vegito Blue, der auch ebenfalls hier am Start ist mit der Summon-Animation. Ihr seht schon, es ist wirklich sehr viel passiert. Kaioken Blue Goku gibt es auch als Summon-Animation. Potara Fusion haben wir gesehen. Potara Fusion heißt, du bekommst garantiert ein LR. Überlegt mal, ihr bekommt diese Animation, dann wisst ihr, oh mein Gott, ich ziehe jetzt ein LR. Richtig geil. Und ich fand das geil, dass angezeigt wird sogar. Aber hier scheinen sich natürlich ein paar Fragen. Was heißt das jetzt? Was heißt, wenn Vegito Blue kommt? Wenn Vegito heißt, es ist gerade Tinelle, was heißt Vegito Blue? Wie gesagt, deswegen, wir wissen da nicht viel, wir müssen das selbst herausfinden. Shoutout an euch, an alle, die da draußen sind. Wenn ihr Animationen triggert, die neu sind, lasst in die Kommentare wissen. Wir sammeln alles und wir machen uns da gemeinsam schlau. GSR-Animationen haben wir noch alles mit dabei. Bye, guys, und so fort. Aber Orlong ist dazu gekommen. Was soll Orlong? Weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich ein Troll. Gucken wir mal. Die Animation selbst, das finde ich sehr, sehr geil, dass ein LR jetzt angezeigt wird. Damit ihr auch wisst, das ist ein LR jetzt. Aber die Animationen selbst, dass sie überarbeitet wurden, sind so verdammt geil. Eine Sache noch von Mai, Shoutout an Mai. Wenn diese folgenden Charaktere aufpoppen bei euch, dann heißt das, sie tun sich verändern. Es ist ein Dummy. Heißt so wie in Legends. Das ist ein Bait. Heißt, es kann es noch verändern zu einem anderen Charakter. Aber ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz ins japanische Luka Battle, damit ich euch auch zeigen kann, was neu hinzukam. Und zwar ist im japanischen Luka Battle, wie gesagt, die Version 3.13 erschienen. Dazu kamen neue Tickets hinzu, beziehungsweise ich zum Update selbst mit zum Spiel geändert hat. Zum einen gibt es eine neue App-Applikation, also das Icon sieht neu aus. Vegito Blue könnt ihr euch ansehen, sieht richtig geil aus. Zum anderen aber haben wir hier ganz klar, wir wissen, wir haben neu hinzubekommen, das Friend System, wir werden uns gleich kurz ansehen. Und das Geile dann, die neuen Summon-Animationen. Richtig geil. Zudem wurde Friendlist, also Friendly, die man annehmen kann, auf 100 erhöht. Und genau, wir werden uns das Ganze ansehen mit der Friendlist auf jeden Fall. Und dann kamen noch Bugfixes hinzu und so weiter und so fort. Das ist quasi jetzt unser Unterstützer, werde ich euch gleich zeigen. By the way, ihr seht hier Messane. Was macht Messane? Ist ein Ticketbanner. Kommen wir gleich darauf zurück zu sprechen. Ich werde es nicht vergessen. Wir werden auch gleich Summon, um neue Summon-Animationen zu triggern. Hier oben seht ihr jetzt nun, wie angekündigt, einen Unterstützer. Diesen Charakter wählt ihr selbst. Ich habe jetzt zum Beispiel Majin Vegeta gewählt. Okay, boom. Was heißt das? Das heißt, meine Freunde sehen nun, oder die, die mich finden in der Friendness, sehen nun unter meinem Namen Majin Vegeta und nicht mein Leader. Heißt, ihr könnt die Teams hin und her switchen. Hat keinen Einfluss. Ihr könnt einmal einen Leader setzen und den sehen dann alle. Dann testen wir mal ganz kurz Friendlist und suchen nach einem Leader und gucken mal, ob wir den finden, denn es gibt jetzt einen Filter. Wenn wir zum Beispiel hier auf die Stage von Pan gehen, ich werde den nicht machen, ich will einfach nur ganz kurz sehen, wie das ist. Dann sehen wir hier unten jetzt einen Button. Einen weiteren Button wurde hinzugefügt zu dem Reset-Button, beziehungsweise das ist jetzt unser Filter-Button, aber unser Reset-Button kennen wir bereits. Und jetzt haben wir einen Filter. Hier könnt ihr wählen. By the way, diejenigen, die Japanisch können, ganz kurz. Das Agility, ganz links Agility, Tech, Int, Strength, physisch. Ja, das ist die Rotation, die kennen wir, die normale Rotation. Das soll dann Extreme sein, richtig. Und das ist dann Superclass. Genau, jetzt suchen wir aber mal einen Charakter. Suchen wir mal natürlich ein Extreme Unit, okay? Und hier könnt ihr, by the way, Kategorien wählen. Also, let's go. Suchen wir mal Movie Boss.
Movieboss Tarz. Wir wollen Tarz. Okay, let's go. Finden wir Tarz. Hey, tatsächlich. Korrekt. So viel zu den Änderungen. Natürlich müssen die trotzdem gesetzt sein, aber so viel zu den Änderungen. Korrekt. Zudem noch eine Sache, und zwar könnt ihr jetzt mehrere Charaktere wählen, zum Beispiel die ganzen Dudes hier verkaufen oder was auch immer, Barbershop. Also Idee, beziehungsweise was neu hinzukam, ist, ihr könnt jetzt einfach mehr wählen als 10. Ihr seht schon, ich wähle hier total richtig viele aus. Und genau, das sind auch noch weitere hinzugekommen zum Update. Aber meine Freunde. Es ist hier ein neuer Banner online, okay? Ist nur der online, aber es ist ein Ticket-Banner, und zwar droppen hier SR-Charaktere und höher, und in den Banner sind auch LR. Ihr bekommt auch Tickets, wenn ihr euch einloggt, die werde ich gleich einsammeln, und zudem gibt es noch in dem Banner selbst ein einmalig ein Single-Sum. Das ist jetzt das Ticket, das wir einsammeln. Ihr seht, einmal haben wir 7 hier unten und oben haben wir einen, wenn wir gleich näher sehen. Mit dem einen hier bekommen wir garantiert ein SSR, und in dem Banner, wie gesagt, können wir gerne mal ansehen. Wie gesagt, ihr bekommt die Tickets, loggt euch ein, macht die Summon. Ich schätze, das Banner ist jetzt online, um quasi einfach die Animation hier zu triggern und auszusuchen. Oder vielleicht testen für die Server und alles, was auch immer. Anyways, wir freuen uns trotzdem, Trüder. Das ist, wie gesagt, garantierter SSR-Pull, garantiert SSR. Und in dem Banner sind auch LR. Ich würde sagen, ich will die neuen Animationen sehen. Wir schauen uns sie am besten mal gleich an. Alles klar, ich habe dazu ganz kurz die Musik angemacht, beziehungsweise Ingame-Sound, damit ihr das auch ein bisschen hören, weil ich will sehen, was die Animationen sind. Ich will es einfach sehen. Es ist so. Ist das nur kein Battle? Ist das nur kein Battle? Ist denn eins? Du bist halt schon eins, okay? Crackstream? Fragezeichen? SR und höher ist ja. Ah, leider kein Crackstream. Okay, Super Saiyan 1. An der Stelle immer noch ein SR garantiert. Leute, neue Summon-Animation. Ihr könnt rumprobieren wie noch was. Es ist so geil. Wie gesagt, hier Shoutout an euch. Ihr müsst quasi jetzt uns, wir müssen selbst interagieren, müssen selbst uns hier sagen. Ich hatte die Animation dazu, damit wir schlauer werden. Hier bekomme ich nur Goku mit Krillin und Goten. Es ist so geil, dass die Jungs dazu kommen. Es ist so. Ist das noch kein Metal? Dieses Qualitätsupdate ist so geil. Das sieht so geil aus. Und ich. Jetzt machen Summon direkt schon mehr Spaß. Ohne Spaß. Wer weiß, dass so Animationen jetzt links und rechts kommen. Das ist natürlich an der Stelle passiert, dank Legends. Und auch, weil es gefragt war, beziehungsweise weil es GSSR gab und es überarbeitet werden musste. Aber sie haben es sehr geil überarbeitet. Habt ihr das vorhin gesehen mit dem Vegito? Garantiert ein LR. Überlegt mal, wenn ihr Vegito bekommt. GG! Ihr zieht ein LR, ihr wisst es. Hier haben wir Piccolo und Tenshinhan. Gott sei Dank bekommen wir andere Animationen immer. Die haben das so geil gemacht. So, was ist ein 1? 2? Hey, ein SSR immerhin. Okay, immerhin. Oh man. Die Frage ist hier, natürlich ist es, also, jetzt Vegito zeigt zum Beispiel an, dass garantiert ein LR ist mit dabei. Aber ich denke trotzdem, auch wenn Vegito nicht kommt, also, und ihr trotzdem LR zieht, könnt ihr trotzdem LR ziehen, so gesagt. Es muss sich, Ultimate Gohan war dabei. Es muss sich dann zwingend heißen, dass ihr jetzt nur noch LR zieht, wenn die Animation kommt, denke ich mal. Weil das sind ja Animationen. Es gibt ja garantiert Animationen, aber auch Charaktere können auch so kommen. Wir haben es gerade gesehen, Super Saiyan 2 wurden wir, das war kein Super Saiyan 3. Oder hier auch, und wir kriegen SSR. Ey, wir haben es jetzt zwei SSR gezogen, was geht ab? Like legit, was geht ab? Naja, ich habe auf jeden Fall die Tickets noch runter. So viel zu dem Update, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr müsst in den Kommentaren, wir müssen uns selbst helfen, welche Animation kam. Ciao, so Piccolo, Krillin, okay. Und was ist dabei passiert? Ach, es ist so geil. Wenn so Neues reinkommt, ich mag es immer, mich dann über sowas schlau zu machen oder wenn die ganzen Animationen triggern. Super Saiyan 3 hatten wir an der Stelle nicht. Jubiläum, oh, Gotku wäre geil. Gotku oder Kaioken Blue, wenn wir die bekommen. Frage ist, was heißen sie? Ich denke, Legit GS ist er eigentlich. Also ich würde eigentlich echt denken, dass Gotku und Kaioken GS heißen. Halt eine Abwechslung zu Super Saiyan 3. Was interessant ist, was heißt Vegito Blue? Das finde ich sehr interessant. Krillin und Goten hier okay, an der Stelle. Es ist so geil. ich warte immer drauf, dass wir über Super Saiyan 2 gehen. Was dann kommt. Wir haben noch einen GSSR Pull. Hier ist der Pulli, bringt mal da Job, was krank ist. Oh mein Gott! By the way, ist auch nur das Banner jetzt online quasi, wo als neuestes. Ist so, weil nächste Woche am 4. Juli ist ja der neue Super Saiyan 4 kommen wird. Und ja, dementsprechend ist ein bisschen Ruhephase. Ey, mein Sohn Trunks! Mein Sohn Trunks, ziehen wir ein LR mit dir. Da sind ja auch LR drin in dem Banner. Super Saiyan 1. Crackstream. Komm schon, Trunks.
Schade, Crackstream hatten wir an der Stelle nicht. Naja, wir haben noch zuletzt unseren GSSR-Pull. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr mehr sehen wollt. Wir pullen hier noch einen SSR und hoffen auf eine geile Animation. Wir haben die geile Animation gesehen. Wie gesagt, ich sag's immer und immer wieder. Ich hab's so oft gesagt, glaube ich. Und in den Kommentaren mit euch, welche Animation hat sie. Okay, wir haben hier nur Krillin. Okay, wir haben hier nur Krillin an der Stelle. Rainbow, Baseform. Yeah, heißt Crackstream. Okay. Naja, leider war es keine neue Animation. Mehr oder weniger, ja, das sieht natürlich neu aus, aber wir kennen wir ja schon. It's over Freezer! Topo an der Stelle. Topo an der Stelle. Genau. So viel zu den Animationen. Wie gesagt, die neuen Animationen kamen rein. Das neue Francis im Update. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.